Servus und hallo, dann spielen wir mal MXGP Motocross Schlammcatchen mit Motorrädern hier. Mit dem Steuerungssystem in MXGP kannst du Motorrad und Fahrer komplett unabhängig voneinander steuern und erhältst eine noch nie dagewesene. Ist mir egal, ich will fahren. Fahren wir mal. Erstelle einen eigenen Fahrer oder wähle einen der offiziellen Fahrer und fahre ein ganzes. Ich kann keinen eigenen erstellen, das ist eine Demo. Kenne ich zwar keinen Menschen hier. Ich will keine Videos gucken, ich will spielen, Jungs. Umblättern. Und toll, immer dasselbe. Tempo, Schlamm, Ruhm. Hey. Na, die Ladezeiten, dann kann ich mir einen Kaffee kochen hier. Ja. Die Fahnen scheinen auch im Wind zu flattern wie nix. In der Box kannst du auf den linken Monitoren den Rennverlauf verfolgen oder mit dem Chefmechaniker an deiner Seite sprechen, um das Setup deines Motorrads zu verändern. Du hast ja aber einen gefährlichen Schraubendreher. Fahren wir mal raus hier. Jungs, wo sind die Motorräder? Müssen wir jetzt zum Platz rennen hier? Scherrt ja wie ein paar Pferde. Was soll das werden hier? Ach, da muss man drücken. Was haben die da gemacht? Ja, Gas geben. Ja, fahrt noch alle über mich drüber, ey. Irgendwie habe ich das Kamera leckt. Dadurch, dass die anderen ins Bild kommen hier. Scheint es irgendwie zu ruckeln, habe ich so das Gefühl. Plötzlich läuft's. Mann, ey, überhaupt nicht. Dann ganz schalu, wenn die da hinter einem in der Kamera. Nicht vorbei. Ja, was ist denn das? Was hat der denn gemacht? Sunny! Ab in die Zuschauer! Was ist denn das, ey? Ey, Jungs, was habt ihr da wieder zusammengeschraubt, deine Spielchen, ey? Kann man ja mal Gas geben? Ich bleib auf dem Gas. Aber die Maschine geht irgendwie aus vom Sound. Die müsste doch voll Wien machen, wenn ich in der Luft bin. Es hakelt auch, Hust, irgendwie.
schlechte Framerate, würde ich mal sagen. Na egal, weiter geht's hier, wird um Sieg gekämpft. Ja, ja, wir sind ja auf der Verfolgung. Er hat bei der Streckenbeschreibung geschrieben Schotter. Für mich ist das purer Sand hier. Da gleich ein Buddeleimer raus. Noch nicht vorbei. Wenn die im Hintereim fahren, das macht eine ganz schaffe. Was soll denn das jetzt wieder? Ich wäre doch weitergekommen. Oh. Ach, hier kann man mit dem rechten Stick. Ja, mit dem rechten Stick kann man da ein bisschen den Arsch rumbiegen. Ja, fahren wir noch hinten rein, ey, du Kotzau. Weg. Ja, Sunny! Da tut sich ganz schön weh hier. Das Spiel muss man mögen. Warum der mal das Gas wegnimmt, wenn ich in die Luft springe? Ich bleib voll auf dem Knopf. Da setzt er einen gleich zurück, ey. Komm, mach weg da! Das nimmt ja ganz Gas weg. Was jetzt? Oh, das macht Sinn. Aua! Komm, fahr zu hier, weg! Also, ich weiß nicht. Auf der PlayStation 3 wäre es okay gewesen, aber nicht auf der PS4. Ladet euch selber mal runter und tut es euch gerne. Also empfehlen kann ich es auf jeden Fall nicht hier. Die Demo gibt zwar eine Meisterschaft, dann gibt ihr auch eine Karriere, aber das Spielfeeling, Gameplay kommt überhaupt nicht in den Controller rüber. Irgendwelche Features vom Controller oder sonstiges werden auch nicht. Es ist nur stupides Rumgereite mit irgendwelchen Motocross-Maschinen. Vollkommen uninteressant. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.